willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Familienforschung aus dem In- und aus dem Ausland. Im Namen des Rolands zu Dortmund begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem heute stattfindenden Roland-Vortrag. Ja, wer sind unsere Referentinnen? Diesmal ist es Annegret Gräfe und Sandra Clavier, die gemeinsam diesen Abend, diesen Vortrag über Heredis gestalten. Also ich wünsche euch viel Erfolg und ich hoffe, ihr lernt viel Neues dazu. Ich übergebe an Annegret. Dankeschön. Dann möchte ich euch auch alle nochmal ganz herzlich willkommen heißen, einen schönen Abend wünschen und freue mich natürlich, oder beziehungsweise wir freuen uns sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, soll der erste Abschnitt dieses Abends sein, dass ich euch die Neuheiten unserer Version Heredis 2023 präsentiere. Und im Anschluss lassen wir dann natürlich alle Fragen zu, die ihr habt, zu Heredis, zu den Neuheiten, falls noch welche auftauchen oder zu allen möglichen anderen Funktionen, damit wir dann darüber, ja genau, darüber diskutieren können und die euch beantworten können. Bevor ich allerdings starte, möchte ich mich ganz kurz präsentieren. Wie gesagt, mein Name ist Annegret Gräfe. Ich bin bei Heredis seit 2019 tätig und kümmere mich dort um die Kommunikation im deutschsprachigen Raum als auch um die Zusammenarbeit mit genealogischen Vereinen. Und wie gesagt, mit mir dabei ist heute auch Sandra, die sich auch noch mal ganz kurz vorstellen möchte. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Sandra und ich bin für den Kundendienst im deutschsprachigen Raum zuständig. Ich arbeite mit Annegret seit ein paar Jahren jetzt schon. Und wenn Sie Fragen, technische Fragen oder Fragen über Heredis, dann bin ich die einige, die auf Ihre Fragen antwortet. Genau. Dann möchte ich jetzt ganz kurz nochmal Heredis vorstellen. Wer steckt eigentlich hinter der Software? Ich denke mal, einige von euch werden schon ein bisschen was zur Geschichte kennen. Vielleicht nochmal ganz kurz, könnt ihr mal die Hand heben, wer Heredis vielleicht erst seit Kurzem kennt oder vielleicht jetzt erstmal bloß aus Interesse mit dazu gekommen ist, dass ich eine Idee dazu habe. Ich sehe gerade, doch sind ein paar Hände. Einige Hände oben. Gut, dann wie gesagt, werde ich auch noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Sachen eingehen. Wie gesagt, Heredis ist sowohl eine Software als auch ein Unternehmen, wurden 1994 gegründet, also mittlerweile existiert sowohl die Software als auch das Unternehmen seit mittlerweile ja, fast 30 Jahren. Und sitzen zusammen in Montpellier in Südfrankreich. Und Heredis ist eigentlich, wenn man so ein bisschen durch, also die Software durch einen Zufall entstanden. Und zwar ist es dazu gekommen, dass ein Familienmitglied des Gründerehepaares auf die beiden zugekommen ist und genau, weil er es auf der Suche war nach einer passenden Genealogie-Software für seinen Mac damals und aber nichts Richtiges gefunden hat. Und man muss dazu wissen, unser sozusagen Gründerehepaar Bernard und Sylvette Davide. Bernard war selber als Informatiker tätig und Sylvette ist noch eine aktive Genealogin. Die haben sich einfach dann zusammengesetzt, sagt, dann entwickeln wir selber eine Software. Und so ist sozusagen die allererste Version von Heredis entstanden, damals auf Französisch. Und das hatte dann so viel Erfolg, dass kurz darauf auch eine Version für Windows entwickelt wurde. Und eben aus zwei Personen immer mehr Leute dazugekommen sind, ein Unternehmen entstanden ist. Und aktuell sind wir 23 Mitarbeiterinnen, wie gesagt, in Montpellier. Und 2014 ist dann unser Gründerehepaar sozusagen in Rente gegangen und hat zu diesem Zeitpunkt den damaligen Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnet, das Unternehmen zu übernehmen.
Und seitdem arbeiten wir als Kooperative, im Französischen nennt sich das SCOP, zusammen an der Weiterentwicklung unserer Software und aller anderen Produkte und Dienstleistungen, die wir im Rahmen der Familienforschung anbieten. Wie gesagt, es hat sich einiges entwickelt, einige Sachen sind auch gleich geblieben. Und zwar, dass es eben, dass die Nutzer für uns der wichtigste Bezugspunkt sind. Wir hatten schon kurz in den Diskussionen der Einleitung, bevor wir hier gestartet sind, drüber gesprochen. Also es ist für uns sehr wichtig zu wissen, was sozusagen uns die Nutzer generell, aber insbesondere unsere Nutzer für ihre Familienforschung brauchen, um sozusagen dann unsere Software entsprechend auch anzupassen zu können, also in eine neue Version. Wir entwickeln, wie gesagt, jedes Jahr eine neue Version unserer Software mit entsprechend neuen Funktionalitäten, kommen eben auch die Anregungen unserer Nutzer. Deswegen, wenn es die Anregungen haben, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Ich werde dann am Schluss auch nochmal die entsprechenden Kontaktdaten einblenden. Und wir machen auch immer jedes Jahr einen Beta-Test zu unseren Versionen. Einmal eben, um entsprechend technische Bugs herauszufiltern, bevor sozusagen eine neue Version in den Umlauf, in den Verkauf geht. Aber eben auch, um schon mal eine Rückmeldung zu haben zu den entsprechenden neuen Funktionen, zu den Neuheiten und sie entsprechend auch mit anpassen zu können. Wie gesagt, jetzt mal gucken. Ja, genau. Heute soll es, wie gesagt, um die neue Version von Herredes 2023 geben. Wir bieten aber neben unserer Software auch eine passende Genealogie-App für Android und iOS an. Diese sich sozusagen auf den entsprechenden Play Stores, Google Play und App Stores herunterladen bzw. erwerben können. Wir haben eine kostenlose Online-Plattform, die sich Herredes Online nennt, die zum einen dazu dient, Ihre Genealogie, wenn Sie das möchten, als eine Website zu veröffentlichen und dann sozusagen mit anderen Familienforschern oder mit bestimmten Personen zu teilen und die Ihnen aber gleichzeitig auch als Datenbank ermöglicht, nach weiteren Vorfahren zu suchen. Und ganz neu, seit Anfang dieses Jahres bieten wir auch unsere genealogischen Dienstleistungen an, wo sozusagen Sie bei Ihrer Recherche in Frankreich, also wenn Sie französische Vorfahren haben, da auf Hindernisse stoßen, Sie uns sehr gerne kontaktieren können. Und wir haben in unserem Team drei diplomierte Genealoginnen, unter anderem Sandra ist eine davon, die Ihnen dann bei Ihren Recherchen, wie gesagt, in Frankreich weiterhelfen können. Heute soll es aber, wie gesagt, um Herredes 2023 geben und die Neuheiten. Neu dazu gekommen ist, wie gesagt, in dieser Version das Rechercheprotokoll, der Kreis der Regionen der Vor- und Nachfahren, die neue Verwaltung der Duplikate, der GEDCOM 7-Import, der neue PDF-Reader und auch die Medien hoher Qualität in HD. Ich werde dann, wie gesagt, auf die einzelnen Neuheiten gleich auch nochmal eingehen und eigentlich jetzt sozusagen und werde direkt in unsere Software wechseln. Dazu. Genau. Ich hoffe, ihr seht jetzt alle die Arbeitsoberfläche von Herredes 2023. Wenn nicht, bitte Bescheid sagen, dann stimmt was nicht, aber es sieht gut aus erstmal. Das ist schön. Genau. Wie ich gerade kurz erwähnt habe, eine der Neuheiten, die wir eben in Herredes 2023 hinzugefügt haben und die unter anderem eben auch mit auf der Idee eines Nutzers oder zusammen oder in der Zusammenarbeit mit mehreren Nutzern, aber auf jeden Fall auf der Idee von unseren Nutzern basiert, ist das Rechercheprotokoll, was Ihnen oder was euch dabei helfen soll, genau zu wissen, wo ihr in eurer Forschung letztendlich steht. Das heißt, ihr könnt direkt nachvollziehen, wo bereits alles gefunden wurde oder wo man eben entsprechend noch nach weiteren Informationen suchen muss. Und ich wollte das euch gerne noch mal etwas genauer zeigen, weil sich da doch einige Änderungen ergeben haben im Vergleich eben
zu unserer Vorgängerversion Herredes 2022 und das am besten bei unserem Beispiel hier bei der Frau Barolle zeigen. Und zwar neu hinzugekommen ist eine Registerkarte, die sich Recherche nennt, in dem Abschnitt Ereignisse. Und wo ihr sozusagen zu jedem Ereignis den genauen Recherchestatus eintragen könnt. Das heißt, hier unten habt ihr eine kleine Lupe, die euch den Recherchestatus des jeweiligen Ereignisses anzeigt, die ihr ändern könnt und bestimmen könnt. Und ich habe jetzt hier in diesem Beispiel bei der Eheschließung eben noch Informationen, die ich benötige, damit sozusagen ich alle Informationen zu diesem Ereignis habe. Und wenn ich jetzt hier entweder direkt auf die Lupe klicke oder eben auf diese neuen Reiter Recherche, komme ich auf dieses Eingabefenster. Ich kann in diesem Eingabefenster jetzt eben bestimmen, wie der Recherchestatus ist. Also zum Beispiel in dem Fall ist halt die Recherche notwendig, aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe alles gefunden, dann kann ich das ja eben auch markieren und das sozusagen als abgeschlossen markieren. Ich kann aber auch sagen, wenn ich dazu nichts finden kann, weil es zum Beispiel die Akten nicht mehr auffindbar sind, die zerstört wurden, oder es anderweitige Hindernisse gibt, dann kann ich das auch markieren als unauffindbar. Oder wenn ich gerade eben in der Recherche bin und vielleicht eine Pause mache oder zumindest erstmal einen gewissen Abschnitt abgearbeitet habe, aber es noch weitere Recherchen notwendig sind, dann kann ich hier auch das als laufende Recherche markieren. Dann kann ich dem Ganzen ein Projekt zuordnen. In dem Fall wäre das jetzt der Zweig Schmidt. Ihr seht jetzt hier auch schon, je nachdem, wenn ich bereits Projekte eingegeben habe, wird das von Herredes wiederum gespeichert und ich kann dann ganz einfach auf diese Projekte in dem Sinne auch zugreifen, ohne dass ich wieder alles eingeben muss. Andere Projekte, die interessant sind, also wie gesagt, man kann das sich jetzt hier anpassen, wie man das gerade eben gerne hätte, also im Sinne von seiner Notwendigkeit, seinen Vorstellungen. Andere Projekte könnten sein, wenn ich Recherchen zum Beispiel zu den Gefallenen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg mache. Auch solche Projekte kann man dann damit sozusagen definieren. Dann kann ich bestimmen, was ich suche, also was für ein Dokument es hier geht. Hier bräuchte ich jetzt sozusagen die Heiratsurkunde oder den Heiratsnachweis, den Ort der Recherche, wenn ich schon eine Idee habe, wo ich die entsprechende Quelle finden kann. In dem Falle wäre das wahrscheinlich das Landesarchiv Baden-Württemberg. Ich kann das Datum der Recherche eingeben, also wenn ich mir jetzt einen Plan mache, wann ich welche Sachen entsprechend suche. Wenn ich jetzt sage, okay, morgen setze ich mich dahin und suche nach der entsprechenden Urkunde, dann kann ich das hier so eingeben. Wenn ich bereits einen Hinweis habe, einen Verweis, entweder einen Aktenverweis, wenn ich zum Beispiel bereits angefangen habe, die Recherche und ungefähr sagen kann, wo ich denn entsprechend im Archiv suchen muss, oder einen anderen Verweis auf auf das Ereignis beziehungsweise auf die Heiratsurkunde habe, kann ich das hier eingeben. In dem Fall stand dazu etwas im Brief des Ehemanns an seine Mutter. Und wenn es sich zum Beispiel wenn ich weiß, es gibt ein Digitalisat dazu oder eine andere Form, dass sozusagen ich den Nachweis digital erhalte, dann kann ich hier auch einfach die Webseite hinzufügen. In dem Fall würde ich jetzt die Webseite eben des Landesarchiv Baden-Württemberg hinzufügen. Man kann das ganz einfach, wenn man das gut eingetragen hat, bereits im Archivindex machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Landesarchiv Baden-Württemberg und dann kann ich das hier rauskopieren und hier eingeben. Und wenn ich dann sozusagen die Recherche durchführe, kann ich auch einfach bloß auf den Globus hier drücken und dann wäre ich direkt auf die Seite geleitet.
Und abschließend, je nachdem, wenn ich noch Notizen dazu habe, weil zum Beispiel bei der Recherche ich auf bestimmte Sachen gestoßen bin oder auf Sachen, wo ich sage, ich muss mich jetzt da nochmal dran erinnern, dann kann ich das hier eben auch machen. Also ihr seht schon, es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier sozusagen seine Recherche zu anzupassen und genauere Details dazu einzugeben. Und wenn ich jetzt hier das Ganze sozusagen eingegeben habe, dann kann ich mir aus meiner gesamten Datei ein Rechercheprotokoll erstellen. Also wie gesagt, dieser Reiter, den gibt es für jedes Ereignis und ich kann für jedes Ereignis entsprechend den Recherchestatus festlegen und entsprechend auch die Informationen dazu. Zum Rechercheprotokoll komme ich jetzt über Berichte, benutzerdefinierte Listen, Rechercheprotokoll. Und dann wird mir eine Liste angezeigt mit standardmäßig erstmal allen Einträgen, wo ich angegeben habe, dass die Recherche notwendig ist oder es eine laufende Recherche stattfindet. Und dann seht ihr hier schon, dass ich, wie gesagt, eine Liste habe. Die kann ich dann auch nochmal anpassen. Also wie alle anderen benutzerdefinierten Listen habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Sachen noch hinzuzufügen. Also zu dem Ereignis selber, wenn ich jetzt noch gewisse Sachen haben möchte, zum Beispiel die Notiz des jeweiligen Ereignisses, dann wird das noch mit hinzugefügt. Ich weiß gerade nicht, ob das... Ja, genau. Hier unten wird jetzt noch jeweils die Notiz hinzugefügt. Ich kann aber auch Sachen wegnehmen, wenn ich sage, zum Beispiel jetzt die coole Nummerierung oder die coole Nummern, die brauche ich jetzt für den Fall nicht, dann kann man das Ganze auch entsprechend noch anpassen. Was sehr hilfreich ist in dem Fall, ist, dass man das Ganze auch gruppieren kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt das Ganze gruppieren nach Projekt. Auch das ist möglich, um dann sozusagen alle Projekte, alle Einträge für ein Projekt zusammen zu haben und eben zu sehen, okay, ich brauche jetzt für das Projekt Zweig Schmidt, habe ich 3 offene Stellen, wo ich nochmal recherchieren muss. Man kann das Ganze auch bloß auf ein Projekt reduzieren, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir nur ein bestimmtes Projekt anzeigen lassen und mir sozusagen ein Rechercheprotokoll nur für dieses Projekt anlegen. Dann kann ich hier auf Begrenzung des Protokolls auf beginnt mit Zweig Schmidt machen. Und dann habe ich sozusagen, hier kann ich mir das als eben Vorlage speichern. Rechercheprotokoll vom Zweig Schmidt. Und kann dann immer wieder auf diese Vorlage zurückgreifen, wenn ich neue Eingaben habe oder ein neues Ereignis habe, was ebenfalls in dieses Projekt zählt, dann kann ich das durch Aktualisieren auch automatisch mit hinzufügen. Also hier habt ihr eigentlich eine große Möglichkeit, das Ganze nochmal anzupassen und euch eben auch verschiedene Rechercheprotokolle nach verschiedenen Projekten oder nach anderen Kriterien einfach zu erstellen und ohne sozusagen immer wieder das komplett von vorne sozusagen einzustellen. Was auch sehr praktisch ist, was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist, dass man es auch nach dem Archiv, in dem Sinne wäre das der Ort, gruppieren kann. Und dann hätte man auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt in ein bestimmtes Archiv und ich möchte jetzt sozusagen alle offenen Rechercheaufgaben, die ich mir gestellt habe, die ich in diesem Archiv sehr höchstwahrscheinlich oder sicherlich finden werde, zusammen mitnehmen. Und dann kann man sich das Ganze ja dann am Schluss entweder als Excel oder CSV exportieren und ausdrucken, um sozusagen dann alles zu diesem Archiv zusammen zu haben. Ich würde jetzt das Ganze erstmal abschließen hier. Zu dem Rechercheprotokoll sind dazu erstmal generelle Fragen. Ja, wir haben eine Frage im Chat von André. Er fragt, wenn man eine Recherche eingetragen hat, aber es vergisst, den Status auf notwendig zu setzen, ist das wieder auffindbar im Protokoll? Also dann
würde ja wahrscheinlich der Status auf keine Recherche notwendig sein. Und dann müsste man im Protokoll, wenn ich jetzt nochmal hier zurückgehe, ihr seht jetzt ja auch, dass, wie gesagt, entsprechend die Vorlage erstellt wurde. Ich gehe jetzt hier mal zurück. Dann ist erstmal das, ja, weil der Recherchestatus geändert wurde, dieses Projekt oder dieses Ereignis hinausgenommen. Man kann hier aber durchaus alle Recherchestatus eingeben und dann hätte man sozusagen alle Ereignisse aufgelistet. Also man findet das in der Hinsicht wieder. Es ist allerdings schon ja, hilfreich, wenn man dran denkt, dass entsprechend, bevor man zum Beispiel ein Ereignis oder die Rechercheinformation zu einem Ereignis einträgt oder dann auch, wenn man das ändert, immer dran zu denken, das entsprechend ja, zu aktualisieren, um es in den jeweiligen Protokollen auch zu haben. Oder man macht sich dann einen Export, wo man bestimmte Abschnitte einfach nochmal festhält und dann darüber das sich einfach auch ausfindig machen kann. Genau, dann haben wir eben die Frage von Heinz, wie die Recherche auch in JETCOM exportiert. Also normalerweise wird, wenn Sie ein JETCOM-Export machen, müsste das auch mit übernommen werden. Sandra, hast du dazu noch genauere Infos? Da sollten wir prüfen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Das werde ich sofort prüfen. Okay, also wie gesagt, da gucken wir. Guckt Sandra gerade noch mal nach und dann können wir auch noch mal eine Rückmeldung dazu geben. Gab es ansonsten noch Nachfragen? Also ich habe jetzt keine Handzeichen. Also wer hier zu diesem Abschnitt noch eine Frage hat, bitte vielleicht auch unten in der Zoom-Leiste auf Handheben klicken. Da sind wohl keine mehr. Ansonsten, Annegret, können wir erstmal weitermachen, denke ich. Wunderbar. Dann möchte ich euch auch eine zweite Neuigkeit gerne vorstellen. Und zwar ist das der Kreis der Region der Vor- und Nachfahren. Wenn ihr bereits mit einer Version Heredis 21 oder Heredis 22 gearbeitet habt oder bereits auch schon die 23 habt, wir haben, wie gesagt, ja den Kreis der Vorfahren, den Kreis der Nachfahren als eben Neuheiten mit dazugenommen und in der Heredis 2023 kommt eine neue Spezifika dazu. Und zwar ist das der Kreis der Region. Der ist jeweils als eine Besonderheit sowohl im Kreis der Vorfahren als auch im Kreis der Nachfahren eingebaut und ermöglicht euch, einen Blick zu bekommen, wo denn ihr eure Vorfahren herkommen, beziehungsweise auch eure Nachfahren. Also je nachdem, welche Sichtweise ihr gerne dazu einnehmen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, es euch entsprechend anzeigen zu lassen. Und zwar, wie gesagt, hier im Bereich Grafiken, Kreis der Vorfahren, könnt ihr dann auswählen die Kolorierung nach Ort und ihr erhaltet dann die entsprechenden Geburtsorte. Beziehungsweise ihr könnt sogar einstellen, ob es eben ihr das auf Ortsniveau, auf Kreisniveau, auf Bundesland- oder Regionsniveau oder auf Landesniveau euch anzeigen lassen möchtet. Also jetzt hier in dem Beispiel, wenn ich jetzt auf Ort klicke, sehe ich eben angezeigt die jeweiligen Geburtsorte der Vorfahren von Albert Schmidt. Ich kann jetzt hier noch mal kurz ein bisschen, genau, um das zu sehen. Also ich sehe hier zum Beispiel, dass ein Teil seiner Vorfahren eben aus Karlsruhe, aus Heidelberg, aus Eppstein und aus Weinheim kommen. Und man kann das hier sogar, wenn man sich das noch mal hervorheben möchte, auch noch mal dann die entsprechenden Orte oder der Ort, der einem interessiert, mit hervorheben. Wie gesagt, ansonsten kann man auch noch mal hier an den Farben das Ganze sich anpassen, je nachdem, wie was einem am besten gefällt.
Und wie gesagt, auch wenn man, wenn man Verwandte, Vorfahren aus anderen Ländern hat, lässt sich das ja auch sehr gut darstellen. Und was auch sehr praktisch ist, wenn man jetzt mal alles anzeigt, hat man dann auch noch mal eine Idee, ja, wo man denn noch entsprechend nach weiteren Orten oder auch nach weiteren Personen suchen muss. Man kann das Ganze dann auch noch sich ausdrucken lassen, das auch wiederum hier über dieses kleine Zahnrad, wo man das dann die Darstellung in ein PDF-Format exportieren kann und dann am Schluss entweder sich eben das als PDF-Format abspeichert oder eben am Schluss dann auch ausdrucken lässt. Also beides ist letztendlich möglich. Und wo man dann, wie gesagt, eine schöne Darstellung hat, vielleicht auch ein schönes Geschenk und vor allem auch nochmal einen Eindruck davon, eben wie hier eben beim Kreis der Region, wo denn eigentlich seine Vorfahren herkommen und wo man dann auch selber da so seine Verbindung hat. Gibt es dazu Fragen erstmal? Im Chat haben wir keine Fragen. Es sieht gut aus. Ansonsten, wie gesagt, wir haben ja dann auch noch danach Zeit, dass wir nochmal auf bestimmte Sachen eingehen können. Das Gleiche ist, wie gesagt, ja auch beim Kreis der Nachfahren. Ich glaube, ich habe jetzt hier bei den Beispielen auch doch ein bisschen was. Dann ist das ja auch eben über den Ort möglich. Genau. Kann die Grafik auch. Ah, und ich habe gerade mein Mikro nicht angestellt. Ich wollte es gerade sagen. Ich werde es jetzt nochmal wiederholen, damit es auch für jeden verständlich ist. Entschuldigung. Und zwar wollte ich sagen, es ist eben nicht als JPEG ein Export im Moment möglich, sondern eben nur als PDF. Gut, dann würde ich mit einer weiteren Neuheit, die es in Herredes 2023 gibt, fortfahren. Und zwar ist das die neue Verwaltung bzw. Suche nach doppelten Personen, nach Duplikaten. Wir hatten in der Version 22 sehr stark unsere Fusionsfunktion modernisiert, überarbeitet, weiterentwickelt. Und in dieser Version, unserer aktuellen Version, haben wir uns sozusagen an die Suche nach den entsprechenden Duplikaten gesetzt. Bis jetzt war es so, dass sowohl die Mac als auch die Windows-Version leicht unterschiedliche Funktionen hatten und wir sozusagen zum einen jetzt das Beste aus den beiden Funktionen übernommen haben und die auch nochmal weiterentwickelt haben. Das heißt, wenn ihr auf der Suche seid, um zu überprüfen, ob ihr Duplikate habt in eurer Datei, was ja doch mal leicht passieren kann, bei einem Import von einer anderen Datei zum Beispiel, dann habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, entweder über die Neuheiten zu gehen oder aber auch ganz einfach über Suche Duplikate suchen. Und dann erscheint hier dieses neue Fenster, wo ihr verschiedene Möglichkeiten habt, nach Kriterien die Duplikate entsprechend in eurer Datei ausfindig zu machen, beziehungsweise erstmal die Suche zu starten. Ihr seht jetzt hier oben die Suchkriterien für Vornamen. Das heißt, ihr könnt hier entscheiden, ob ihr sagt, die Vornamen interessieren mich nicht, ich ignoriere sie bei der Suche. Es sollte mindestens einer der Vorname gleich sein. Der erste Vorname sollte identisch sein oder mindestens zwei Vornamen sollten identisch sein. Also hier kommt es darauf an, wie ihr ansetzen wollt. Manchmal ist es auch hilfreich, mehrere Suchen durchzuführen, um einfach zu schauen, habe ich jetzt alle möglichen Möglichkeiten irgendwie ausfindig gemacht. Eine weitere Option ist auch, dass man sagen kann, dass einer der Vornamen der Eltern identisch ist. Hier muss man nur beachten, dass eben, wenn die Person keine Eltern hat, die auch nicht berücksichtigt wird in der Suche. Also hier, wie gesagt, auch nochmal eben der Hinweis auszuprobieren mit verschiedenen Kriterien, mal das sehr eng zu nehmen, vielleicht auch mal etwas weiter, um wirklich auf alle
ja, Duplikate zu stoßen. Aber wie gesagt, ihr habt hier eine sehr umfangreiche Optionsauswahl. Ebenfalls hier sind die Suchkriterien für Ereignisse, ob man sagt, ich ignoriere die Ereignisse oder das Datum sollte absolut identisch sein, die Jahre sollten absolut identisch sein oder ihr legt eine Zeitspanne fest, was manchmal ganz hilfreich sein kann, wenn zum Beispiel bestimmte Daten nur errechnet wurden oder man hat von einer Person eben nur die Geburt, von der anderen nur die Taufe. Auch sowas wird dann eben mit berücksichtigt. Also hier kommt es eben auch drauf an, genau, wie eng oder wie weit ihr die Recherche nach den Duplikaten setzen möchtet. Ihr könnt Nebenereignisse ausschließen oder auch Personen, wo das Geburtsdatum vollständig angegeben ist, aber unterschiedlich ist, also wo man sagen kann, erstmal, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich hier um ein Duplikat handelt. Und ihr könnt auch eben nach Nachnamen das Ganze nochmal einschränken im Sinne von, ihr sucht nur eine Person oder Duplikate mit einem bestimmten Nachnamen und seine Varianten. Die können ebenfalls mit, die werden ebenfalls mit berücksichtigt. Wenn ich jetzt hier meine Suche starte, dann werden mir im zweiten Feld eben die Ergebnisse angezeigt. Ihr seht jetzt hier, es gibt doch einige Duplikate eben in meiner Datei. Es gibt sogar eine Person, die sogar dreimal auftaucht. Ich kann das Ganze jetzt mir entsprechend angucken. Also hier zum Beispiel wird mir dann nochmal die beiden Personen angezeigt und die jetzt hier als Duplikat ausfindig gemacht wurden. Ich kann mir hier eben links und rechts jeweils die Zusammenfassung angucken, aber auch nochmal hier den unmittelbaren Stammbaum, also im Sinne von die Eltern, die Person, um die es sich handelt, als auch um die Partner und Kinder, um einfach mal eine Idee zu haben. Und dann kann ich das Ganze dann, ja, wenn ich weiß, dass es sich hier um ein Duplikat handelt, kann ich die Fusion vorbereiten und dann komme ich eben direkt zu der Fusionsfunktion. Ich kann mir auch erstmal eine Liste erstellen, um zu sagen, ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt sehr viele Duplikate hat und das nacheinander abarbeiten möchte, dann könnte ich mir jetzt ja auch eine Liste erstellen. Und ich kann auch sagen, ich möchte die Duplikate markieren. Das heißt, sie werden dann mit dem Kennzeichnungslabel markiert festgehalten. Und dann weiß ich auch immer in meiner Datei, okay, es handelt sich hier jetzt um ein Duplikat. Wenn ich da vielleicht noch Informationen hinzufüge, ich muss da aufpassen. Also das ist alles möglich. Man kann auch, wenn man sagt, es ist jetzt hier, es wird als Duplikat sozusagen herausgefiltert, aber es handelt sich um kein Duplikat. Ich weiß, dass es, die haben die vielleicht durch Zufall den gleichen Vornamen, den gleichen Nachnamen, vielleicht auch noch das gleiche Geburtsdatum oder auch das gleiche Geburtsjahr, wenn ich nichts mehr habe. Aber es sind zwei unterschiedliche Personen, dann kann ich das Ganze ja auch als kein Duplikat markieren. Und dann habe ich hier in dem Bereich Suchergebnisse, zum einen kann ich mir sagen, ich möchte mir nur die potenziellen Duplikate anzeigen lassen. Oder aber ich möchte mir hier eben auch die anzeigen lassen, die ich als nicht Duplikat markiert habe. Das ist ebenfalls möglich. Und dann hat man hier ebenfalls noch die Möglichkeit, das Ganze nach Personen zu sortieren oder auch nach Duplikaten, je nachdem, wenn ich jetzt hier auf alle nochmal gehe, was gerade für einen angenehm ist. Hier wird eben jeweils immer ein Paar gebildet von dem jeweiligen Duplikat und bei den Personen hat man dann immer die eine oder wie in dem Fall eben die anderen beiden möglichen doppelten Personen gegenübergestellt. Also das sind verschiedene Anzeigevariationen, die man einstellen kann und die einem auch nochmal dabei helfen sollen zu schauen, okay, wen habe ich jetzt? Wie viele von dieser Person gibt es oder wie viele davon werden als eine doppelte Person erstmal angezeigt oder vermutet, um dann sozusagen genauer nachzugucken, um zu schauen, ist das jetzt wirklich ein Duplikat oder eben nicht. Und wenn man eben, wie gesagt, dann sicher ist, geht man auf Fusion vorbereiten, dann öffnet sich, dann müsste man erstmal mit den Eltern anfangen. Dann öffnet sich hier das Fusionsfenster, also wenn ich jetzt nochmal hier auf den genau gehe und dann könnt ihr die Fusion entsprechend durchführen und aus den Informationen der einen und anderen Person die zusammenstellen, die wirklich darauf
die auf diese Person zutreffen oder entsprechend auch bestimmte Informationen ergänzen. Genau, ich höre jetzt hier auf, weil wie gesagt, der Fokus sollte auf eben die Suche von Duplikaten liegen. Gibt es erstmal dazu noch Fragen? In dem Chat habe ich keine Fragen. Es sieht gut aus. Wie gesagt, falls später noch Fragen kommen, könnt ihr die sehr gerne stellen. Das war, wie gesagt, eine weitere Neuheit, die wir in Herredis 2023 eingebaut haben, beziehungsweise auch weiterentwickelt haben. Die Funktion Duplikate suchen gab es ja, wie gesagt, schon, ist jetzt aber nochmal um einiges eben verbessert. Eine weitere Neuheit, die wir eben auch, die es seit Herredis 2023 gibt, ist der Import von GetCom7-Dateien. Das heißt, es wurde ja ein neues Format oder eine Aktualisierung des GetCom-Standards durchgeführt von FamilySearch. Und in Herredis 2023 könnt ihr sowohl GetCom 5.5.1 als auch GetCom 7 Dateien importieren. Das ist immer noch an der gleichen Stelle. Man kann jetzt hier importieren, GetCom-Datei, und dann kommt es eben drauf an, wo ihr die Datei abgespeichert habt. Dann könnt ihr die direkt zu einer Datei hinzu importieren. Oder aber, wenn ich jetzt zurückgehe auf die Startseite, weil das ist sozusagen wahrscheinlich der häufigste Fall, dass man dann direkt eine GetCom-Datei als in Herredis importiert und die als in eine Herredis-Datei sozusagen umwandelt. Genau. Das dazu, gibt es dazu Fragen? Du hast dein Mikrofon. Ah, ja, Entschuldigung. wenn es keine weiteren Fragen erstmal dazu. Ah, es gibt eine Frage. Elke meldet sich. Du hattest gerade gesagt, der Import funktioniert mit GetCom 7. Und wie wird exportiert? Auch GetCom 7? Im Moment ist das noch nicht möglich, ist nur der Export in 5.5.1 möglich. Gut. Aber wir arbeiten daran, dass wir das auch bald machen können. Naja, die anderen Programme ziehen ja auch erst langsam nach, von daher, ich wollte nur sicher. Es ist, wie gesagt, doch einiges an Arbeit, deswegen ist erstmal nur der GetCom Import 7 Import möglich, aber wie gesagt, ja. Super, danke. Gerne. Gut, dann möchte ich euch noch eine weitere Neuheit zeigen, die auch sehr hilfreich ist, bei der täglichen Arbeit. Das ist unser neuer PDF-Reader, den wir eingebaut haben und der in der Hinsicht ganz hilfreich ist, da ihr jetzt gut PDFs direkt in Herredis lesen könnt und auch hinzufügen könnt. Ich gehe jetzt hier mal auf die Orte und möchte zum Beispiel, ihr könnt ja wie gesagt für jeden Ort auch ein Bild entsprechend hinzufügen. Wenn ich jetzt in Frankfurt am Main bin und ich möchte jetzt hier, ich hatte ein Ortsfamilienbuch erstellt und möchte das noch mit hinzufügen, damit ich das immer direkt bei Frankfurt am Main habe, dann kann ich das hier auswählen über den Medienindex und hinzufügen. Und wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann sehe ich das Ortsfamilienbuch, kann hier drinnen sozusagen das Ganze mir in Ruhe angucken. Ich kann auch hineinzoomen, wenn ich jetzt sage, das ist mir jetzt etwas hier zu klein von der Schrift. Ich kann natürlich auch das Fenster größern, also je nachdem, wie man das am besten genau gerade gerne hätte. Man kann sich jetzt hier sozusagen ganz in Ruhe das PDF angucken. Es gibt auch verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, also je nachdem, um was für ein Dokument es sich handelt, ist das eine sehr hilfreiche Funktion, die noch mit hinzugekommen ist. Genau,
Und man kann das Ganze sich, wenn man das will, auch nochmal direkt in seinem PDF, in seiner PDF-Anwendung auch öffnen lassen. Eine weitere sehr praktische Neuheit, die es ebenfalls, die ebenfalls neu hinzugekommen ist in HERIDIS 2023, ist, dass Sie die Medien sich jetzt in HD anzeigen lassen können. Ah, ich wollte noch mal genau auf die Frau Barolle zurück. Und das ist in der Hinsicht sehr praktisch, wenn es sich gerade eben um Quellen, um Urkunden handelt, um das Ganze, ich muss mal ganz kurz den Zoom, die Zoom-Leiste etwas verschieben, damit ich Ihnen das zeigen kann. Genau, Sie haben zum einen, oder ihr habt zum einen die Möglichkeit, dass ihr jetzt auch euch die Bilder der Quellen direkt anzeigen lassen könnt. Das war vorher nicht der Fall, das haben wir noch mit hinzu entwickelt, dass ihr direkt auch seht, innerhalb der hier dieses Quellenreiters, was für eine Quelle ich hinzugefügt habe. Ich kann das Ganze jetzt ja auch noch mal reinzoomen, je nachdem, man kann das jetzt ja hier noch mal ein bisschen verschieben, um sich sozusagen das Ganze auch anzeigen lassen zu können. Und auch hier im Bereich Zusammenfassung ist das möglich, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Das war jetzt genau nicht das, was ich zeigen wollte. Genau, dann ist auch hier nochmal das Medium da, was kann ich mir auch anzeigen und das kann ich dann auch nochmal vergrößern. Jetzt mal gucken, dass das funktioniert, genau. Also jetzt hier entweder dann mit der Maus oder aber auch direkt so über das mit der Maus ist wahrscheinlich am einfachsten als jetzt hier mit dem Pad. Ich gehe jetzt ja noch mal raus, um das Ganze. Ah, okay. Das war jetzt nicht das beste Beispiel, wie gesagt, aber man kann reinzoomen, man kann rauszoomen. Man kann das Ganze jetzt hier auch, das ist auch was als Verbesserung hinzugefügt wurde, blockieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier, weil Informationen zur Taufe vorhanden sind, die Taufe hinzufügen, dann kann ich hier sozusagen mir das Medium nochmal anzeigen lassen und kann gleichzeitig hier aber auch noch die weiteren Informationen hinzufügen. Also ich weiß jetzt, das war am 24. März 1818. Und habe dann sozusagen gleichzeitig die Quelle angezeigt, beziehungsweise das Bild der Quelle und kann nebenbei auch noch die weiteren Informationen mit hinzufügen. Und wenn ich das dann nicht mehr brauche, dann nehme ich ja einfach das wieder weg und dann wird die Anzeige auch immer angepasst. Das kann auch hilfreich sein, vielleicht nochmal, wenn ich in Ruhe nochmal mir ein Duplikat angucken möchte oder aber nochmal generell zu zwei verschiedenen Personen mir die Informationen anzeigen lassen möchte, dann könnte ich jetzt hier sagen, ich blockiere die Ansicht. Das kann man ja, wie gesagt, auch nochmal verschieben. Wenn das jetzt so klappt, wie ich will. Genau. Und dann gehe ich hier auf eine andere Person und habe dann sozusagen beide Personen gegenübergestellt und kann nochmal entweder nach Informationen gucken oder etwas vergleichen oder auch Informationen von der einen zur anderen Person übertragen, wenn sie zum Beispiel ein gemeinsames Ereignis haben und so weiter. Also das ist ebenfalls ganz hilfreich, wenn man gerade eben bei der täglichen Arbeit mal zwischen zwei bestimmten Informationen was vergleichen möchte oder festhalten möchte, ist das jetzt eben durch dieses kleine Schloss und durch die Blockierung der Ansicht möglich. Ja, das wäre erstmal noch dazu. Ich weiß nicht, gibt es weitere Fragen, die jetzt die beiden Medienanzeigen treffen oder eine kleineren Verbesserungen, die ich vorgestellt habe. Gerade eine Frage ist angekommen. Wir merken,
Wir merken eben, dass der Bildschirm schnell klein wird. Ist eine Zwei-Monitor-Version geplant? Fragt Gustav. Eine Zwei-Monitor-Version im Sinne von, dass man einen Bereich als Extrafenster hat? Oder wie ist das gemeint? Vielleicht kann Gustav mal eben sein Mikrofon öffnen und die Frage, die er hat, dann noch mal etwas näher erläutern, was er sich darunter vorstellt. Gustav, wenn du mal dein Mikrofon öffnen könntest. Ja, wunderschönen Tag nochmal. Das meine ich so, dass ich ein Arbeitsfeld oder vielleicht den halben Bildschirm in einen zweiten Monitor ziehen kann. Also wir haben einige Funktionen, wo es durchaus möglich ist. Also zum Beispiel bei den Listen, die können Sie ohne weiteres die in einen zweiten Bildschirm ziehen. Bei den Stammbäumen auch. In der Form jetzt hier ist es, glaube ich, nicht möglich. Es wäre allerdings mal durchaus, es ging jetzt hier wahrscheinlich um die Sache mit den Quellen und dann, wie man das sozusagen handhabt. Ich werde es mir mal, oder wir werden uns das mal notieren. Ich weiß, dass man den Quellenindex, ich weiß jetzt bloß nicht, ob man danach das bearbeiten kann. Wenn ich dazu mal von meiner Seite aus noch eine kleine Ergänzung zu dieser Frage von Gustav mal einwerfen darf. Ich sehe also auch schon, wenn man also überwiegend einen Laptop benutzt, dann ist der Bildschirm ja teilweise schon recht voll. Ja, und dadurch werden eben die einzelnen Bereiche natürlich immer auch kleiner. Wäre mal vielleicht so ein Hinweis an die Programmierer von Heredis, ob man nicht das, was man jetzt sieht, zum Beispiel links die Namensliste, in der Mitte diese Anzeige und rechts im Grunde genommen diese Navigation und so weiter, dass man das vielleicht irgendwo abtrennbar machen könnte. Und ich glaube, das ist das, was Gustav meint, dass man die Bereiche abtrennen kann und sagen kann, also ich nehme auf meinem großen Monitor, dem zweiten, den ich vielleicht habe, nur das mittlere Teil, weil dann kann ich also den Stammbaum und all das, was dort auftaucht, besser sehen. Und die anderen Bereiche, die ziehe ich mir auf den zweiten Monitor. Das ist das wahrscheinlich, was gemeint wäre. Vielleicht ist es ja auch möglich. Annegret, keine Ahnung. Also das, was ich sagen kann, ist, dass wenn man sich Platz schaffen möchte auf dem Bildschirm, man kann die Leisten zusammenklappen. Das ist schon mal möglich, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt erstmal mir nur eine Sache angucken und man kann, wie gesagt, hier auch die Sachen noch schieben. Also auch hier könnte man jetzt doch weit gehen, um sich bestimmte Sachen anzeigen zu können. Was allerdings, also wenn ich jetzt hier nochmal auf die Quelle gehe, vielleicht ist das dann noch interessant. Genau. Und dann wollte ich, außer dass ich hätte das jetzt, genau, jetzt, wenn ich auf die Quelle gehe. Genau, also man könnte jetzt hier damit doch noch mal ein bisschen auch die ganze Sache spielen. Allerdings, wie gesagt, es ist nicht abtrennbar. Also das ist wirklich eine Sache, die man sich nochmal oder die wir uns auf jeden Fall auch aufschreiben und die wir uns auch nochmal genauer angucken werden. Aber im Moment, wie gesagt, es sind gewisse, wie gesagt, man kann das anpassen in doch relativ weiter Form, aber es ist jetzt nicht komplett voneinander losgelöst. Ja, dann danke ich. Ich sehe gerade, es hat sich noch Karl-Heinz gemeldet. Ja, vielleicht direkt einmal dazu. Ich habe das gerade mal ausprobiert, wenn man oben wenn man jetzt die Personen ansieht, so wie sie das haben, und oben in der Mitte auf Fenster überlappen geht, dann kann ich zumindest das mittlere Fenster schieben. Ich habe jetzt keinen zweiten Bildschirm da dran, aber es könnte sein, dass das dann schon funktioniert. Dass ich den dann auf den zweiten Bildschirm schieben kann. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob das, aber das könnte funktionieren, weil dann könnte man die anderen Fenster größer machen und hätte dann die Möglichkeit, auf zwei Bildschirmen zu arbeiten.
das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich kann Ihnen das jetzt, muss ganz ehrlich sagen, gestehen, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Ich habe es noch nicht in der Form ausprobiert. Ich weiß nicht, ob Sandra vielleicht was noch dazu sagen kann. Ich habe es gerade parallel ausprobiert, aber das klappt leider nicht. Ich kann das dann innerhalb Bildschirms verschieben, aber ich kann es nicht auf einen zweiten Bildschirm verschieben. Ah, okay. Aber es ist ja auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht ein erster Ansatz, um daran nochmal weiterzuarbeiten. Es ist ja beweglich und das dann eventuell einfach rüberzuschieben, macht Sinn, ja. Okay, dann ja, kann wir ich haben weitergehen zu Elke. Elke meldet sich auch und ich nehme an, sie hat eine Frage. Ja, mal eben zu dem Thema jetzt gerade. Wo kriege ich es hin, dass ich den Mittelteil beweglich mache? Das habe ich nicht mitbekommen. Und zwar ist das über Fenster. Ach, Fenster. Hier oben in der Menüleiste, Fenster und dann überlappend. Und dann wird sozusagen das als extra Fenster aufgemacht. Das probiere ich später aus. ich habe das Problem, du gehst, wenn du diese Person aufgerufen hast, gehst du auf Quelle, bei den Ereignissen auf Quelle und auf Quellen. Und dann hast du auch unten gleich das Dokument, was du da angehängt hast. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe das Dokument unter Medien eingebunden. Und wenn ich jetzt auf Quelle gehe, habe ich das unten nicht, so wie du das jetzt da stehen hast. Ich habe eine Quelle angelegt mit bestimmten Angaben und habe dieses Dokument unter Medien. Und wenn man es so angelegt hat wie ich, dann funktioniert es nicht, wie du es gemacht hast. Also dass ich, wenn ich nur Quelle anklicke, dass ich dann unten das Dokument habe. Das habe ich nur, wenn ich Medien anklicke, dann kriege ich mein Dokument da unten. Also die erste Frage an dich wäre, hast du die Urkunde oder das Bild, das Dokument, was du hast, bereits in den Quellen hinterlegt als Medium oder ist es nur hier in dem Abschnitt Medien hinterlegt? Ah, nein, nur bei den Medien, nicht in der Quelle. Dann wäre das wichtig, also weil hier wird sozusagen das Bild genommen, was du in der Quelle abgelegt hast. Gut, wieder was gelernt. Jetzt noch eine Frage. Wenn ich das in der Quelle hinterlegt habe, dann brauche ich es ja bei Medien nicht mehr. Genau. Wenn ich dieses Dokument, meistens ist es ja so ein Eintrag, so ein Kirchenbucheintrag, aus den Medien her aufrufe, dann wird es ja größer innerhalb von Heredis. Dann kann ich das lesen, prima, aber in dem Moment kann ich nicht, wenn ich da einen Fehler entdeckt habe, wo ich früher falsch abgeschrieben habe, kann ich das in der Person nicht verbessern. Da muss ich erst wieder alles zumachen und dann, ja, da habe ich schon wieder vergessen, was ich verbessern wollte. Wenn ich jetzt dieses Dokument in der Quelle hinterlege und dann öffne, kann ich dann bei der Person etwas ändern? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo du etwas ändern möchtest, damit ich die Frage richtig beantworten kann. Zum Beispiel, ich habe einen Eintrag und habe das Datum falsch gelesen. Was weiß ich? Da stand 16 und eigentlich war es der 11. Irgendwie habe ich es falsch geschrieben. Jetzt gucke ich mir das Dokument innerhalb von Heredis an, sehe, oh, hast ein falsches Datum geschrieben. Dummi. Und dann kann ich das in dem Moment aber nicht auf den 11. ändern. Dann muss also ich erst wieder alles schließen und dann kann ich das ändern. Dann kann ich, es kommt ja manchmal vor, dass man so einen Eintrag falsch liest. Jetzt müsste ich mal gucken, ob wir hier... Nee, genau, ja, das ist... wäre in dem Sinne der Fall, dass man alles schließen müsste und sozusagen wieder zurückgehen müsste auf die Person. Wo muss ich mein Dokument öffnen? Es gibt doch diese Funktion,
transkribieren, ist das richtig? Da gab es doch irgendwie. Ja, genau. Da muss ich, ja, da gucke ich mir erst selber an, wenn es nur über diese Funktion geht. Und dann reden wir nächstes Jahr wieder darüber. Danke. Ja, ansonsten, wie gesagt, wäre jetzt hier noch eben, was so ein bisschen, wie soll ich sagen, was ich vorhin versucht habe, nochmal darzustellen, dass man sagt, man zeigt sich die Quelle jetzt hier eben rechts an. Man kann das Ganze ja, wie gesagt, auch aufziehen, um sozusagen die ganze Sache etwas größer zu haben. Ja. Man hätte in dem Falle, ich muss noch mal gucken, genau, hier jetzt, wenn man eine Transkription hat, hätte man die hier auch angezeigt oder eine Notiz. Mhm. Man kann auch noch mal aufs Bild direkt hinzugreifen. Und dann hier wäre es eben möglich, dass man gleichzeitig nebenbei bearbeitet. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit, um zu sagen, man hat auf der einen Seite eben seine Quelle, sein Medium, und auf der anderen Seite, wenn man jetzt merkt, okay, da ist jetzt ein falscher Eintrag, dann kann ich das gleich korrigieren. Also das wäre jetzt hier in der Form möglich. Dafür muss ich dann aber das Dokument in der Quelle eingebunden haben. Probiere ich aus, Anne. Dankeschön. Ja. Gerne. So, es meldet sich noch Daniel. Genau. Hallo. Hallo. Auch mal kurze Frage zu den Quellen. Ist doch mal ob man einfach aus einem Kirchenbuch oder aus einem Bild mal einen Screenshot machen kann eigentlich der Quelle. Weil so musst du immer vorher den Screenshot machen, musst du dir einen Namen überlegen, musst das vorher abspeichern und kannst dann als Quelle verwenden. Ist da mal angedacht, dass man direkt wenn eine Quelle angelegt wird, über einen Screenshot einfach dann das Bild als Screenshot hinzufügen kann, ohne irgendwelche vorherigen Abspeicherungen. Ist sowas mal angedacht? Das wäre manchmal ganz praktisch, finde ich. Also ich weiß nicht, kennst du unsere Funktion Online-Archive? Das wäre erstmal eine Frage. Ja, nur ganz grob. Ganz grob, okay. Also wir haben so eine Funktion in den Online-Archiven. Da geht es aber, wie gesagt, um Digitalisate. Also wenn du jetzt in einem bestimmten Archiv was suchst und sozusagen dieses Archiv, also wie gesagt, das ist eine Datenbank mit Online-Archiven weltweit, die kostenfrei der Öffentlichkeit sozusagen ihre Digitalisate, ihre digital erstellten Urkunden, Quellen zur Verfügung stellen. Und da hast du die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier auf... Das bei uns ist relativ oft verbreitet, sage ich mal, Archon. Bei uns ist, sagen wir mal, Oberfranken ist protestantisch. Von der Seite ist Archon ganz gut. Und da kann man direkt aus dem Archon einen Screenshot machen wollen. Also wir haben Archon nicht drin, weil Archon, wie gesagt, bezahlbar ist. Entsprechend wird es hier nicht aufgelistet, einfach aus dem Grund. Aber wenn alle anderen Archive, die sozusagen kostenfrei was zur Verfügung stellen, da hast du Zugriff drauf. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel aufs Landesarchiv Baden-Württemberg gehe, ich gehe jetzt hier auf ein Digitalisat. Ich sage jetzt mal hier, das ist der Bereich oder der Eintrag, der mich interessiert, dann kann ich das Ganze auch noch vergrößern. Ich mache das jetzt hier mal groß. Dann kann ich das Ganze genau noch ein bisschen größer machen. Und dann kann ich jetzt hier rüber einen Screenshot erstellen. Und das war jetzt vielleicht nicht die beste. Ich entferne das mal und ich gehe hier noch mal ein bisschen genau. Jetzt. Ich kann das Ganze auch da noch zuschneiden, wenn ich sage, ich interessiere mich jetzt hier bloß für einen ganz bestimmten Eintrag, also zum Beispiel jetzt für den, kann ich das zuschneiden. Und das kann ich dann direkt verarbeiten und in Heredis einführen. Also je nachdem, was du brauchst, ob erstmal bloß in Medienindex, einer Person oder einem Ereignis direkt zuordnen, das ist möglich. Ansonsten, wenn ich jetzt, dein Ansinnen war jetzt direkt sozusagen aus dem Medienindex heraus per Screenshot, habe ich das richtig? Ja, sinnigerweise aus dem Ereignis. Ich nehme nochmal Ereignis auf. Ich
lese irgendwo vom Feld ab, das ist eine Taufe von irgendjemandem, ich will dazu eine Quelle anlegen und will mir da den Screenshot das quasi mit gleich zuordnen, ohne über viermal Umwege abspeichern, Namen vergeben und so. Das kostet immer nur Zeit und bringt letzten Endes, ja, kostet viel Zeit, sage ich mal. Das war eigentlich die Idee dahinter. So musst du es immer abspeichern, musst sagen, pass auf, Taufe, Franz Josef, irgendwas, dann vergisst man wieder, was es gewesen ist, muss dann nachgucken, dann schauen wir wieder zurück. Das ist, macht es nicht einfacher, sagen wir so. Das wäre halt jetzt eine gute Idee von mir, aber ich fände es halt praktisch, wenn es geben würde. So meine ich es. Okay, also es wäre jetzt direkt im Bereich Ereignisse oder wo. Ja, also normalerweise legt er das Ereignis an, sagt, das ist jetzt eine Taufe von irgendjemandem, gibt das Datum ein, macht dann die Quelle dazu und wenn ich dann die Quelle halt dann anlege dazu, also den, ich sage eine Quelle, vielleicht ist Quelle auch verkehrt, also die Bild 125.1 oder irgend sowas und da dazu halt dann gleich den Screenshot machen könnte und der würde damit ablegen, ich denke, das wäre. Also hier dann sozusagen daraus. Ja. Okay. Würde vielleicht viel Zeit sparen, aber für mich zumindest jetzt muss nicht für jeden sein. Ich mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich hätte vielleicht eine Lösung dafür. Und zwar habe ich dafür ein extra Programm, das nennt sich GreenShot. Kann ich im Vorfeld festlegen, wenn ich die Drucktaste zum Beispiel drücke oder eine andere vorher definierte Taste. Der legt mir den Bereich, den ich dann markiere, automatisch in einen vorbestimmten Ordner und gibt bei mir auch, wenn ich dem das sage, den Pfad mit an. Das heißt, ich habe sofort die Angabe mit dabei, das ist aus dem Matrikula-Kirchenbuch so und so viel. Und das kommt alles bei mir in einen Ordner, der heißt dann Quellen. Und da ist es dann immer die neueste Quelle, die ich einfach nur in die Medien übernehmen muss. Ja, gut, wäre vielleicht gut. Eine Idee. Ja, das stimmt. Der Greenshot kenne ich, das wäre eine gute Idee. Das stimmt. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Aber wie gesagt, wir gucken auch nochmal, was, also inwieweit vielleicht nochmal es auch da in der Hinsicht Verbesserungen gibt. Aber ja, das war eine gute Lösung, denke ich. Ist noch eine Frage für dich. Dieter meldet sich. Ja, hallo. Okay. Keine Frage, hallo. Eher zu dem Thema eben. Das geht mit der Zwischenablage einfügen. Medien, ich habe das Programm jetzt gerade nicht auf, Medien hinzufügen und dann ist, unten kann ich auswählen, aus Zwischenablage einfügen und schwuppdiwupp ist das Ganze erledigt. Mache ich nämlich auch immer. Okay, vielen Dank. Probiere ich mal aus. Ich bin auch zu faul über diesen Dings und Speichern und das und dieses und das. Bei Medien einfügen und dann ist unten eine Auswahl und dann kann ich da auswählen aus Zwischenablage einfügen und dann ist es schon drin. Okay, probiere ich mal aus. Vielen Dank, super. Immer gerne. Schön, da ist das auch geklärt. Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nochmal angezeigt. Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit eben. Über die Zwischenablage zu gehen. Sind ansonsten erstmal noch Fragen jetzt zu den Neuheiten oder war das jetzt erstmal alles soweit klar? Wie gesagt, das war jetzt sollte erstmal ein grober Überblick sein über das, was wir sozusagen in die Version 23 eingebaut haben, neu entwickelt haben. Was, wenn ihr noch mal genauere Informationen haben möchtet, ich gehe jetzt hier noch mal ganz kurz auf meine Präsentation zurück. Dann auf unserer Webseite habt ihr auch noch mal einen Abschnitt dazu zu den Neuheiten. Da werden auch noch mal alle Verbesserungen, die wir hinzugefügt haben, aufgelistet eben und unsere Neuheiten. Wenn ihr auch noch mal genauere Informationen haben möchtet zu den einzelnen Funktionen, was die einzelnen Optionen bedeuten in den jeweiligen Neuheiten. In unserer Knowledge Base, ich habe es hier unten auch noch mal
die URL mit hinzugefügt, gibt es auch einen speziellen Abschnitt einfach nur für die Neuheiten. Da könnt ihr auch reingucken und euch sozusagen dann ja die einzelnen Artikel anschauen oder entsprechend den Artikel, den ihr benötigt. Ebenfalls, wir haben ja auch ein Handbuch, da sind auch alle wichtigen Funktionen erklärt, generell jetzt zu Herredis, aber die Neuheiten sind natürlich auch drin. Also wer lieber mit PDF arbeitet oder sich das Ganze ausdrucken möchte, ich warne, es sind, glaube ich, 600 Seiten in die Richtung, also nur zur Info, oder einzelne Abschnitte, das kann man ja auch machen. Aber wer, wie gesagt, gerne mit einem Handbuch arbeitet, ist das auch möglich. Und ansonsten wollte ich auch noch mal sagen, bevor wir jetzt dann zum allgemeinen Fragenteil kommen, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dann schreibt uns sehr gerne an. Wir haben auf unserer Webseite ein spezielles Kontaktformular für eure Fragen und ansonsten gerne auch eben über die kontakt@herredis.com-Adresse ist das auch möglich. Und ganz zum Schluss erstmal wollte ich euch auch noch sagen, falls ihr noch nicht Herredis 23 habt und sagt, ihr möchtet vielleicht wechseln, oder aber falls ihr noch gar nicht Herredis habt und sagt, das hat euch jetzt überzeugt oder ihr möchtet Herredis gern ausprobieren, wir haben einen Rabattcode für eine Woche, 20% auf unsere Version Herredis 2023 mit dem Code ROLANDH23. Wie gesagt, ist bis zum 3.5.2023 gültig. Und gerade für vielleicht noch Personen, die erstmal neu sind und erstmal sich das angucken möchten, wir haben auch eine kostenlose Demo-Version, die ihr euch natürlich gerne herunterladen könnt und erstmal ausprobieren könnt. Wie gesagt, bis 50 Personen kann man eingeben und es sind alle Funktionen stehen zur Verfügung. Und wenn ansonsten erstmal jetzt dazu keine Fragen sind, dann würde ich sagen, können wir in den Teil gehen mit weiteren Fragen und Anregungen und in die offene Diskussion. Wie gesagt, wir, Sandra und ich, stehen euch gerne zur Verfügung.